Passt nicht, eigentlich doof, aber... Warte mal, so, du gehst mal mit rauf, du hilfst mal beim Löschen, du auch. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout Shelter, der kurzweiligen Unterhaltung hier auf unserem Kanal. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und ja, wir starten... Quatsch. Wir machen weiter in Vault 111 und ich muss jetzt mal kurz den Ton ein bisschen einstellen. Irgendwie ist es hier ein bisschen zu laut. So, ich glaube jetzt ist es besser. Also, wir betreten unseren Vault 111 und los geht's. Ach, wer schreit denn da schon wieder in der Gegend herum? So, erstmal wieder alles Mögliche einsammeln. So, wir kriegen schon wieder einen neuen Bewohner. Und das hier haben wir alles eingesammelt. Die sammeln wir jetzt alle mal ein. Wasser ist aus, hier haben wir ein neues Baby. Es ist kein Platz im Vault. Oh, wie schade. Wir haben wenig Wasser. Warte mal, kann ich die Wasserstation irgendwie aufbessern? Verbessern mit 1500. Ja, dann verbessern wir die mal. Und wir brauchen neue Wohnungsräume. Kann ich da welche bauen? Baracken. Erhöht die maximale Bewohneranzahl und erzeugt neue Bewohner. Ja, dann bauen wir hier mal eine hin. Was kostet denn die? 280. Dann bauen wir da noch eine hin. Und dann bauen wir hier noch eine hin. So. Gut. Ja, passt. Dann, warte mal, können wir hier das Essen verbessern? Zuerst machen wir hier nochmal Tempomodus machen. Jawohl, das war ja wunderbar. Nochmal möchte ich ihn aber nicht machen. Verbessern 1500, das schaffen wir nicht mehr. Da haben wir zu wenig Geld dafür. Weiß nicht, soll ich es riskieren? Ja. Riskieren wir mal. Und nochmal erfolgreich. Sehr gut. Aber wir haben fast kein Wasser mehr. Machen wir hier mal. Nein. Okay, passt. Passt nicht. Eigentlich doof, aber... Warte mal. So, du gehst mal mit rauf. Du hilfst mal beim Löschen. Du auch. Du hilfst auch mal noch schnell mit. Haben wir genug Strom? Auch nicht. Müssen wir erstmal... So, was hat denn der alles? Der hat auch noch nicht so viel. Den könnten wir eigentlich... Warte mal, hier sind zwei im Trainingsraum. Die brauchen noch ein bisschen. Ja, da müssen wir jetzt warten, bis die... gelöscht haben hier. Der hat einen Stufenaufstieg, sehr schön. So, scheint aber schnell unter Kontrolle bekommen zu werden. Oder schnell unter Kontrolle. Es scheinen wir schnell unter Kontrolle zu bekommen, so rum ist richtig. So, den, was hat der denn? Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht stecken wir den... Warte mal, der hat zwei Charisma Ausdauer 2. Dann stecken wir den dann mal da rein. Und wir haben wieder einen weiteren Raum entriegelt. Sehr schön. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wofür. Ödland Vault. Da kommen neue Bewohner. Erhöht die Chance, einen Bewohner aus dem Ödland anzulocken. Das machen wir später. Die hat so und der hat so. Die hat recht viel... Ausdauer. Na. Perception. Doch, Perception ist Wahrnehmung. Wie viel Wahrnehmung? Waffenwerkstatt. Können wir hier mal eine herstellen? Schauen wir mal. 10 mm Schaden, 2 bis 3 Schaden, 6 bis 7. 5 bis 6. Schaden 7. 5 bis 7, 4 bis 6. Da würde ich sagen, rostige Laserpistole herstellen, die macht am meisten Schaden.
So, dann haben wir jetzt hier weitere Stufenaufstiege. Seltene Waffen herstellen. 45 Bewohner erforderlich. Nein, ich will es nicht schnell abschließen. Der läuft noch ein bisschen vor sich hin. Wir müssen den fast nochmal verbessern. Ach so, den können wir nicht mehr verbessern. Tür, da haben wir auch schon Baracken 2 von 6. Die hat nochmal einen Stufenaufstieg. Ja, aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Und wir haben einen weiteren Raum entriegelt, aber das bringt mir jetzt nichts. Klassenzimmer. Bewohner hier zuweisen, um ihre Intelligenz zu verbessern. Die ist nicht zugewiesen gerade, oder? Aber die hat speziellen Anzug an für mehr Stärke. Vielleicht kann ich hier auch jemanden mehr Stärke anziehen. Ja, der zum Beispiel. Haben wir da was mit Stärke? Stärke 1. Ausdauer 2. Ja, dann machen wir den hier. So, dann haben wir jetzt hier weitere Ding. Hier ist gefordert Agility, also Beweglichkeit. Da sollten wir die vielleicht einen Handwerker-Overall geben. Und der bekommt eine Räderrüstung. Da bekommt der eine Räderrüstung. Wobei der eigentlich auch schon ziemlich gut ist. Oh, der kommt im Wasserwerk, Wasserbehandlungsanlage. Da haben wir fast keine. Wir haben fast kein Wasser mehr. Da brauchen wir Perception, Wahrnehmung. Ich glaube, ich muss hier nochmal komplett neu zuweisen. Gut, der hat eh schon sehr viel. Und hier sind nur... Es sind nur 3 Personen drin. 4. Na, 3. Die ist nicht zugewiesen. Oder? Hier ist wieder was zu essen fertig. Warte mal, dann schauen wir mal kurz. Waldbewohner. Stärke, Wahrnehmung, Wasserbehandlungsanlage. Kaffeepause. Der geht jetzt mal bitte rauf in die Wasserbehandlungsanlage. Wahrnehmung. Trainingsraum. Du gehst jetzt mal auch mit in die Wasserbehandlungsanlage. Kaffeepause. Der hat sehr viel Charisma. Generator, der hat fast gar keine Stärke. Kaffeepause. Dann kann die jetzt mal... Die geht jetzt mal runter in den Kraftraum. So. Was brauchen wir hier? Agility. Beweglichkeit. Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit. Der Three Dog, der hat gerade Kaffeepause. Dann kommt der auch mal mit ins hier zum Essen kochen. Krankenstation, aber so viel hat der nicht. Okay. Hm. 12, 11, 10. Kann ich die noch weiter verbessern? Raum maximal verbessert. Bräuchte noch eine zweite Wasserbehandlungsstation. Wasseraufbereitungsstation. 1823. So, dann. Die zwei haben einen Fatman da oben. Und zwar nicht so viel Rüstung, aber einen Fatman.
Haustierinventar. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, einen hat es gleich hergelegt. Jetzt kommt der nächste. Den soll jetzt nochmal so gleich in der Eingangstür erledigt haben. Sehr gut. So, kriegen wir wieder verbesserte 10 mm. Die nehmen wir mal mit. Jawohl, sehr gut. So, der hat noch einen Stufenaufstieg. Den könnte man ja auch noch ein bisschen vergrößern. Will ich jetzt aber nicht. Und... warte mal, kann ich den... nein, den kann ich nicht verbessern. Der ist schon maximal verbessert. Lagerung 300. Kann ich den noch verbessern? Ja, den könnte ich noch verbessern. Weil Essen haben wir eigentlich auch noch nicht so viel. Okay. Anstreichen möchte ich ihn nicht. Ja, jetzt gibt es dann gleich wieder mehr Nahrung. 48%. Nee, das lassen wir mal lieber. Und wenig Wasser. Ja, in 3 Sekunden gibt es wieder neues Wasser. Ja, genau, jetzt haben wir wenig Lagerplatz. Das wird ja immer besser. Gehen wir wieder auf Reisen? Nee, ich würde sagen, wir warten erstmal, bis wir hier genügend haben. Den Tempomodus lassen wir mal. Hier ist der Raum eh schon maximal verbessert. Den könnten wir jetzt noch weiter verbessern. Macht aber jetzt auch nicht ganz so viel Sinn. Haben wir denn noch vielleicht Bewohner mit Stärke? Kraftwerk, Kraftwerk. Der ist im Trainingsraum. Dann schickt man die trotzdem auch mit in den anderen Generatorraum. Hierher. Generator. Was macht denn der in der Cafeteria? Ach so, Ruhe. Hohe Beweglichkeit. Wie viel Stärke hat denn der? Das sieht man jetzt auch nicht in Ziffern, oder? Stärke plus 1. Lass mal sehen. Nochmal. Stärke 3. Den lassen wir mal hier unten noch ein bisschen trainieren. So, wieder gibt's was zu essen. Und ein Stufenaufstieg. Wo steckt der? Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Den mysteriösen Fremden. Wie schaut's aus? Ja, machen wir mal. Nein! Scheibenkleister. Na toll, jetzt geht uns Energie verloren. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute oben. Den schicken wir auch noch mit drauf. Nein, kein, nicht drauf gehen. Die geht auch gleich drauf. Die haben alle keine Waffen. Ah, hätte ich es doch nicht machen sollen. Jetzt geht uns die Energie aus. Super. Ich glaube, währenddessen, dass hier drin so ein Unfall, so ein Ereignis ist, glaube ich, kann keine neue Energie erzeugt werden, oder? Kann das sein? Jetzt aber schnell. Okay.
Dann lasse ich mal den Tempomodus weiterhin aus, dass die sich wieder erholen können. Der macht fleißig weiter seine Übungen. Und kriegt jetzt mal eine abgesägte. Die baut hier noch weiter. 2 Stunden 24 oder so. Und dann schauen wir mal. Können wir denn eine neue... Nein, Quatsch. Will doch nicht in den Shop. Quests will ich schauen. Und ein besonderer Gegenstand. Stufe 14, die Aufholjagd. Erster Versuch hilft dem verlorenen Siedler. Ja, da möchte ich jetzt aber erstmal warten. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn wir uns Quests aussuchen. Ja. Dann sind wir jetzt hier eigentlich auch so weit durch. Der baut jetzt hier wieder Stimpaks. Nein, verbessern brauche ich den noch nicht. Wasserbehandlungsanlage, da warte ich noch ein bisschen. Was macht die denn da, die Katze? Macht die auch Sit-Ups? So, ja, das Wasser noch mit. Wir brauchen echt noch mehr Wasser. Kann ich denen irgendwas anziehen, dass er mehr... Warte mal, was braucht das Wasser? Perception, genau. Dann kriegt die von mir... Ach nee, das hat der ja schon an. Outfit... Strahlenschutzanzug. Darf die jetzt einfach mal anziehen. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. Und wenn ihr keine Videos und keine Livestreams verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet auch die Glocke dazu ein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.